Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin geschminkt. Wer hätte das gedacht? Ich bin geschminkt mit Make-up-Coach-Neuheiten. Und heute zeige ich euch mal so, was es da so gab in letzter Zeit. Da gab es ja Highlighter und Bronzer mit Glitzer und so. Und sie hat jetzt eine neue Lidschattenpalette in ihrem Shop. Die ist rosa, zeige ich euch mal. So sieht die aus. Und dazu gibt es auch noch einen Smoke Liner. Der heißt Darling. Und das gibt es jetzt natürlich Ende des Monats. Gibt es immer tolle Angebote. Und da habe ich mir so gedacht, ach komm, dann mach doch mal so ein vollständiges Make-up-Schminki. Und ich weiß ja, dass das bestimmt einige interessiert, wie die Sachen so sind, weil ich kenne das von mir auch. Ich will dann was bestellen, dann denke ich, oh, willst ja Versandkosten sparen, willst das noch, dies noch. Ne, wenn du schon da bestellst, dann willst du auch gleich richtig bestellen. Und deswegen habe ich mir so gedacht, dann zeige ich euch gleich ein paar Sachen mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich mich vorbereitet habe mit Concealer, Augenbrauen. Ich nehme nämlich für die Augenbrauen ein ganz bestimmtes Produkt. Es ist gar kein Augenbrauenprodukt, aber ich benutze das immer dafür, weil ich das so toll finde. Und sie hat ja eine riesengroße Auswahl in ihrem Shop. Und natürlich findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link. Und dann, wie gesagt, jetzt richtig tolle Angebote. Das ist immer Ende des Monats, müsst ihr immer warten. Da gibt es dann immer die richtigen Schnäppchen. Ja. Und die rosa Palette, die ist echt toll. Und die habe ich dann so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen verschieden mit geschminkt und so. Aber jetzt werde ich euch erstmal ganz kurz zeigen, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe erstmal Danessa Myricks aufgetragen, meine Foundation, und dann von Make-up Coach den Peekaboo, der Concealer. Anschließend Hamsterbackli auf die Nase und unterm Kinn. Ein bisschen Kontur. Jetzt hat Make-up Coach einen braunen Eyeliner. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und ja, ich mache mir damit die Augenbrauen, weil ich das ja so liebe, wenn ich mir einzelne Härchen schön fein nachmalen kann. Und das hält den ganzen Tag. Das habe ich mal rausbekommen. Das war mal aus der Not. Einfach mal versucht und das klappt. Und das mache ich tatsächlich super gerne. Nach den ganzen Cremeprodukten pudere ich mich ab und ich nehme dafür das Sommerpuder. Dazu sage ich nachher noch mal was. Jetzt kommt meine Palette dran mit Orange Glow, Just Fresh und Sunny. Und ich gehe immer mit dem Diffuser in alle Farben und nehme danach auch nochmal die sanfte Rose. Und dann, ja, dann verblende ich stundenlang. So lange, bis ich so ein richtig schönes Ergebnis habe, dass es möglichst, ja, natürlich aussieht. Und dann nehme ich mir den Highlighter Lissi. Und den mache ich mir natürlich auf den Wangenknochen und auf die Nase und so ein bisschen auf die Spitze. Und dann kommt noch ein Hauch von dem Bronzer und fertig. Vorbereitet. Ja, ich habe also Sunny genommen und dann Orange Glow. Und dann gehe ich ja immer so mit dem Pinsel da rein und mache das alles. Und dann habe ich heute diesen Highlighter drauf. Damn. Das ist der Highlighter von Make-up Coach. Echt ein edles Teil. Den gibt es ja hier ganz praktisch in so einer kleinen Dose. Nennt sich Lissy. Highlighter Lissy und ist echt toll. Also, ich zeige euch jetzt mal, weil ich das nachher dann auch noch darüber gemacht habe. Ich habe ja so irgendwie alles drauf, aber ich finde es halt sehr schön. Und zwar mache ich das immer so nicht 10 Kilo rauf, sondern ich mache immer so eine ganz dünne Schicht von allem. Und dann habt ihr so einfach ein ganz perfektes Produkt und dann habt ihr so eine ganz edle Mischung, die es ja so gar nicht zu kaufen gibt, weil ihr ja da so euer eigenes Ding draus gemacht habt. Und das finde ich halt super schön.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht einmal den Unterschied ganz genau sehen möchtet. Und da werde ich dann euch gleich nochmal zeigen mit Swatch und genau erklärt, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Einmal mit Deckel, einmal ohne. Ne, wie unterscheiden die sich ganz genau? Was ist was? Und das zeige ich euch jetzt einmal, den Unterschied von diesen beiden Produkten. Hier sind die beiden Produkte vom Make-up Coach. Einmal der Bronzer. Der sieht so aus. Der hat so ein bisschen Glitzeranteil. Seht ihr gleich in der Sonne. Und das hier ist der Highlighter. Und der sieht auch so richtig schön edel aus. Ich zeige euch mal den Bronzer in der Sonne. Guck mal, so sieht der aus in der Sonne. Also richtig hübsch. Und so sieht der Highlighter aus in der Sonne. Und so sehen die in der Sonne aus auf dem Finger. Ich habe extra viel genommen. Und das ist der Bronzer. Auf den Lippen habe ich diese beiden Produkte. Und auch hier gibt es ein Angebot. Und zwar ist das Everyday. Und da gibt es ja so einige, gibt es ja mehrere Stifte, die habe ich hier auch liegen. Und das ist der, jetzt muss ich es einmal ablesen, Make-up Coach Matte Lips Matter Lippenstift. Und hier Everyday. Also besser geht's gar nicht. Das wird jetzt hier mein Favorit, mein neuer. Sonst habe ich immer Move genommen und Nucky Lila. Und der kommt jetzt hier mit dazu. Everyday, das ist meine Farbe. Der macht frisch und der ist richtig toll. Und der macht auch helle Zähne. Gott sei Dank. Ja, hier kann man rausdrehen, glaube ich. Kann man den rausdrehen? Oh Gott, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Nee, man kann ihn nicht rausdrehen, aber man kann ihn anspitzen. Make-up Coach hat auch Anspitzer, klein und groß. Denkt dran, so ein doppeltes Ding kann man auch manchmal mitbestellen, vergisst man meistens. Aber dafür habt ihr ja mich zum Erinnern. Und da habe ich jetzt diesen Lippenkonturenstift, welchen habe ich genommen? Flamingo, genau. Ich gucke gar nicht, wie die heißen, sondern ich habe hier alle so stehen und dann habe ich den Lippenstift in der Hand und dann denke ich immer so, ja, der, so, und dann ist Flamingo. Okay, wusste ich jetzt auch nicht, aber guck mal, wie klein der ist. Sollte ich mir vielleicht nochmal einen zulegen. Flamingo ist perfekt. Und wenn ihr das dann so ähnlich macht wie den Lippenstift, dann habt ihr größere Lippen, wisst ihr ja, ne? Da habe ich ja einen Short drüber gemacht, schon berichtet und so. Ich würde das nur noch so machen, dass man am besten immer so die gleiche Farbe nimmt, weil dann hat man echt größere Lippen gezaubert. Habe ich mal durch Zufall rausbekommen. Ja, das habe ich auf den Lippen. Wie gesagt, ist auch im Angebot. Da-da! Und jetzt geht's los. Jetzt kommt diese tolle, tolle Lidschattenpalette. Ja, ist echt ein schönes Ding. Also ich lieb's, weil mich das hier auch ganz schön an sanfte Rose erinnert. Die halte ich mal daneben. Ne, das ist ja so, ja, das könnten Geschwister sein. Ne? Und das liebe ich ja so mit Orange Glow. Und ihr könnt ja natürlich auch zusammen mit Orange Glow mischen. Ihr könnt die Palette alleine auftragen. Ihr könnt euch auch noch einen Braun dazu holen. Make-up Coach ist ja immer so ein, ja, ich würde mal sagen, das ist wie so ein Baukastensystem. Das heißt, ihr habt immer was noch dazu, was man dann so ergänzen kann. Und ich weiß ja, meine Make-up Coach-Fans, die werden natürlich diese Palette ganz sicherlich bestellen und haben das auch schon lange bestellt, weil die schon meistens wissen, wann Make-up Coach-Video rauskommen. Dann sitzt ihr da mit der Tasse Kaffee und bestellt ihr gleich nachts noch, ne? Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Sie macht ja ihre Videos immer, glaube ich, schon nachts online. Oder macht sie nur um 6? Also ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, sie hat es auch einmal um 6, einmal um 12. Ich weiß nicht, wie sie es diesmal macht. Und meistens habt ihr ja dann schon lange die Palette. Aber für die Leute, die Make-up-Coach noch nicht kennen, ich kann euch das echt nur wärmstens empfehlen. Leider ist mein Kanal nicht so übersichtlich. Ich müsste den mal irgendwann sortieren. Aber wenn ihr eingebt in die Suchleiste bei YouTube, Kanal Charun S und dann Make-up Coach, dann findet ihr die ganzen Filmchen und sie selber, sie hat ja eigene Produkte und sie hat ja unter jedem Produkt, was sie verkauft in ihrem Shop, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, da hat sie ein extra Video gemacht. Besser geht es ja gar nicht. Dann weiß man nämlich wirklich, was man sich kauft und ob man das gebrauchen kann oder nicht. Und sie ist auch echt ehrlich. Also sie übertreibt nie, was ich total an ihr liebe. Sie sagt nie so, wow, ist ja ein weltbestes Produkt, sondern sie sagt, ja, das ist so,
kann man, ja, würde ich euch empfehlen, so, na, so, sie bleibt da ganz sachlich und übertreibt nicht so maßlos wie so manch andere. So, und wie ich mich damit geschminkt habe, ich habe nämlich zwei verschiedene Augen und habe das dann auch mit dem Smoke Liner gemacht. Hier habe ich Lila genommen und hier zeige ich euch, da habe ich mehrere Farben drauf und unter anderem halt auch diesen Darling. Und damit kann man ja immer so schöne, ja, so schöne Punkte setzen, die dann halt so schön schimmern, glitzern, glänzen. Und der ist auch richtig, richtig schön. Den zeige ich euch auch mal einzeln auf der Hand, damit ihr genau wisst, wie dieser Farbton aussieht. Das ist so ein i-Tüpfelchen. Das ist wie so ein Ohrring oder wie eine Kette oder wie ein schöner Haarschmuck. Das ist so, so ein Ding. Alleine sieht es auch sehr schön aus, zeige ich euch auch. Aber ich finde, es ist auch echt so ein Highlight-Setzer. Na, so wie so ein Highlighter, wo man sagt so, ach, da noch und ach, und wenn ich dann noch mal Lila nehme und da noch mal so ein bisschen so, das ist halt das Tolle, dass der so vielseitig einsetzbar ist. Damit könnt ihr alles Mögliche machen. Aber ich finde ihn alleine auch schön. Das Einzige, was man halt beachten muss, ist, dass man dann, wenn ihr Schimmerlidschatten drauf macht und der ist heller, dass ihr den dann nicht mehr so deutlich sieht. Deswegen habe ich euch einmal die Seite gezeigt mit rosa matt und dann den Stift, weil dann sieht man ihn auch richtig. So, und jetzt zeige ich euch das alles mal, wie ich mich so geschminkt habe. Und ich habe heute meine Ohrringe vergessen. Na, sowas. Na gut, schaut euch das gerne mal an.
So, und jetzt müsst ihr euch entscheiden, was ihr haben möchtet. Und ich möchte euch auch sehr, sehr gerne jetzt nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt wieder das Sommerpuder und das ist sowieso was, was ich ständig benutze. Ich benutze ja immer eigentlich Zauberpuder und Simsalabim ist ein transparentes Fixing-Puder. Es ist halt auch wasserfest. Wenn ihr das auf die Schminke rauf macht, könnt ihr direkt in den Pool gehen. Da habe ich sogar auch mal ein Video drüber gemacht. Ne? Habe ich mir das rauf gemacht und dann bin ich in den Pool gegangen und nichts ist passiert. Ihr dürft halt nur tupfen, nicht reiben das Handtuch und dann ist das Make-up auch noch drauf. So, und das Sommerpuder setzt sich aus diesen beiden Pudern zusammen. Einmal das transparente Zauberpuder und einmal das Simsalabim, dieses Puder, was halt wasserfest ist. Wenn ihr das beides mischt, 1:1, dann habt ihr das Sommerpuder und da habt ihr dann halt auch gratis so einen leeren Behälter mit drin, dass ihr das dann da reinfüllen könnt. So, dann habt ihr das Ganze, also damit seid ihr echt gut eingedeckt, wenn ihr euch das kauft. Ich würde mal fast sagen, da kommt man fast ein Jahr mit hin, oder? Kommt ihr nur ein halbes Jahr hin? Naja, wenn man es jeden Tag benutzt. Also ihr kommt lange damit hin, auf jeden Fall. Und wenn ihr dann, ihr könnt das 1:1 machen, so ist das Sommerpuder eigentlich gedacht, dass man praktisch ein Puder hat, was jetzt nicht total wasserfest ist, was aber schweiß- und schwitzresistent ist. Das heißt, wenn ihr zum Sport geht und ihr wollt danach nicht ungeschminkt sein, dann könnt ihr euch das so ein bisschen rauf machen und natürlich immer nur vorsichtig tupfen, nicht rubbeln, sondern tupfen und dann bleibt das drauf. Das habe ich auch gerade verglichen mit einem L'Oreal-Produkt, ne? Wie gut das Simsalabim alleine ist. Tolles Puder, benutze ich auch schon ganz lange. Ja, auch das wissen meine lieben Make-up-Coach-Fans wahrscheinlich schon. Das Sommerpuder. Wenn ihr jetzt so richtig harte Sportler seid oder ihr fahrt in die Karibik oder so, ich weiß es nicht, in Urlaub, ihr könnt das auch natürlich alleine benutzen. Wie gesagt, wenn ihr ins Wasser geht auch vor allen Dingen und ihr möchtet dabei geschminkt sein. Ihr könnt das aber auch anders mischen. Ihr könnt das ja mischen, wie ihr wollt. Das ist ja eigentlich eure Sache auch. Ne? Ihr könnt ja auch davon 2 Anteile nehmen und dann von dem Zauberpuder nur 1 Teil. Dann habt ihr natürlich so ein bisschen noch mehr schwitzresistent. Aber normalerweise reicht 1:1 aus. So, und da zeige ich euch jetzt auch ganz schnell nochmal, wie man das ganz genau macht. Ich habe jetzt ein Tablett genommen, wo es nicht so schlimm ist, wenn ein bisschen was daneben kleckert, dann kann ich das nachher sauber machen. Ich habe mir jetzt die Deckel schon mal geöffnet, das geht eigentlich ganz einfach. Ihr habt hier Simsalabim, da macht man den Deckel ab und das macht ihr dann auch ab. Auch hier nehmt ihr einfach den Deckel ab, das nehmt ihr auch ab. So, und dann bekommt ihr ja kostenlos diesen leeren Behälter, dann nehmt ihr auch den Deckel ab und dann nehmt ihr euch einen ganz normalen Löffel und dann nehmt ihr 1:1, also je nachdem, wie viel ihr von dem Simsalabim nehmt. Ich nehme jetzt mal nicht so sehr viel, so viel von diesem wasserfesten Puder und hier halt dieses Transparentpuder nehmt ihr ungefähr genauso viel. Es kommt jetzt nicht so genau drauf an, nur so ungefähr, dass ihr ungefähr eine Mischung habt von 1:1. So, dann müsst ihr das einfach nur ein bisschen mischen, je nachdem, und dann seid ihr fertig und dann habt ihr das Sommerpuder. Danach macht ihr natürlich wieder die Deckel da drauf und dann könnt ihr das wegstellen oder ihr benutzt das einzeln, wie ihr möchtet. Und hier kommt natürlich auch was drauf, dann macht ihr diesen Kleber noch ab und dann könnt ihr das Zauberpuder ja dann praktisch immer so in den Deckel reinmachen und hier ist sogar so ein ganz kleiner Puffy dabei. Damit könnt ihr euch dann abpudern, wenn ihr unterwegs seid. Und auch hier das Zauberpuder einfach wieder schließen, so ein bisschen runterdrücken, dem Pad wieder rein, Deckel drauf und fertig. Das war's. So geht Sommerpuder. So, und jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich fertig mit meinem Video. Ich freue mich, es hat Spaß gemacht. Ich liebe Make-up-Coach-Produkte, wisst ihr ja sicherlich. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und einfach beim Aussuchen eurer Produkte, vergesst die Smoke Liner nicht. Ganz wichtig, alle Farben müsst ihr haben. Und ja, einfach viel Spaß dann auch nachher beim Schminken und beim Ausprobieren. Und dann sage ich tschüss, danke, dass ihr da wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht ärgern. Unsere Hauptdarsteller, das ist der Rose Bronzer. Und das ist der Highlighter von Make-up Coach Lissy.
Auch die Lidschattenpalette hat eine große Rolle gespielt. Hier haben wir die Farbtöne Hellrosa und Eisrose. Hellrosa und die Eisrose. Danach kommt Candy Rose und Rosenquarz. Das ist die Candy Rose. Und dann kommt der Rosenquarz. Dazu passend auf den Lippen der Make-up Coach Happy Lips Matter Lippenstift in der Farbe Everyday. Passend dazu wurde benutzt der Lippenkonturstift in der Farbe Flamingo. Der Smoke Liner in der Farbe Darling hat auch in dem Video eine Rolle gespielt. Und auch die drei hatten eine Hauptrolle in meinem Filmchen, und zwar einmal Lila Glitzer. Hawaii Blau und Smaragd Grün Glitzer.